die Schuhe ausgezogen und auf dem Fensterbrett stehen gelassen. Die Uhr und die Socken in die Schuhe gesteckt, als würde er schwimmen gehen. Ich betrete das Hauptgebäude und finde die Kantine, aber was jetzt? Was soll man wählen? In der Glasvitrine aufgeweichtes Weißbrot, schwitzender Käse, lappriger Salat, Croissants vom Vortag, Burgunderstabulation und leicht angebrannter Scheiterhaufen. Er ist quer über das Dach gegangen, barfuß. Es ist ein gutes Stück vom Dachfenster bis an den Rand. Er ist langsam gegangen. Kaffee, sage ich in das gelangweilte Gesicht der Kellnerin. Hat er noch einen Moment gewartet, ist er gleich gesprungen. Ich muss mich entscheiden. Ein großer Cappuccino. Er tastet mit einem Fuß über den Rand. Er wirft seinen Körper nach vorne. Die abgezählten Münzen fallen aus meiner Hand und rollen über das Linoleum. Hat er Anlauf genommen? Ich sammle ungeschickt das Kleingeld vom Boden auf und reiche es der Kellnerin, wickle eine Serviette um den heißen Pappbecher, aber es sind keine Deckel mehr übrig, also ohne Deckel. Der Körper schlägt auf, als die Kellnerin sich dem Nächsten in der Schlange zuwendet, lasse ich unbemerkt einen Schokoriegel in meine Tasche gleiten. Der Aufprall auf den Beton, das Zerschmettern, ein dumpfes Geräusch. Ich gehe Richtung Ausgang, den Blick auf das zitternde WLAN-Signal auf dem Display geheftet. Das schwächer wird. Etwas Kaffee schabt über den Becherrand, verbrennt meine Finger, tropft auf den Boden. Da waren noch keine Sanitäter, keine Polizei, aber jemand hat ihn zugedeckt. Vielleicht erinnere ich mich auch nicht. Kann sein, dass sich alles verschoben, eine kleine Drehung genommen hat. Ich finde den Ausgang nicht gleich.